liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zum Europa Universalis 4. Neues DLC. Und zwar The Wind of Change, glaube ich, heißt. Genauso wie der Song, oder? Schauen wir mal ganz kurz. Winds of Change, okay. Ja, herzlich willkommen zum neuen DLC. Wir haben ja das letzte LP deswegen abgebrochen. Kein angevinisches Königreich mehr. Wir spielen was ganz was anderes. Ich habe mir ein bisschen durch die interessanten Missionen durchgeklickt oder durch die interessanten Nationen. Für mich ist interessant die Niederlande, also Niederlande erstmal gründen. Venedig, Hormus und dann Inka oder die Azteken. Das waren für mich die interessanten Nationen und ich bin beim Aztekenreich hängen geblieben. Wir hatten ja die Azteken tatsächlich schon mal auf dem Kanal. Wir haben die früher mal gespielt, aber sie haben einiges überarbeitet. Und irgendwie reizt es mich einfach mal wieder hier zu spielen. Warum also nicht wieder die Azteken? Gucken wir uns einfach an. Wenn ihr die Folge seht, ich weiß nicht, ob die noch heute kommt, also Donnerstag, oder ob die morgen Freitag kommt, muss ich mal gucken, wie ich hinkomme heute. Ich sag vorsichtshalber nur, wenn, dann bin ich wahrscheinlich gerade am Streamen oder ich habe gestern gestreamt, schaut's auf Twitch nach, werde am Wochenende auf jeden Fall nochmal streamen. Da läuft aber das für euch zu spät. Im Discord gerade eine Abstimmung stand jetzt, während die Inka, da stehen quasi die anderen vier Nationen zur Auswahl ohne die Azteken, also Inka, Venedig, Niederlande, Oman, gerade eben steht es auf Inka. Das mal nur mal so als Sighting. So, wir gehen rein, Aztekenreich, Goilo, wir spielen natürlich Iron Man wie immer, Azteken, keine Saves, ist logisch, wir, also ich habe mir nur ein bisschen die Mission angeguckt, was hat sich denn geändert, deswegen gestern Abend auf einem anderen Rechner, aber deswegen auch keine Saves. Ich habe noch nicht einen Tag gespielt, deswegen mal gucken, wie das hier wird. Leute, trotzdem auch mal wieder die Erinnerung, gell, wenn euch das Ganze gefällt, lasst doch bitte ein Abo da. Euch kostet nichts, mir hilft es dafür unglaublich. Mein Wachstum hält sich ja immer sehr in Grenzen, deswegen Knopf drücken. Ich habe unglaublich viele Zuschauer, die ohne Abo gucken. Einfach unten mal draufklicken, danke. Oder ihr seid einfach alle nicht eingeloggt beim Gucken. Das kann natürlich auch sein. Bin ich auch nicht immer. So, wir sind die Azteken. Wir haben hier die religiösen Reformen. Wir haben Verhängnis. Wenn das auf 100 kommt, stirbt unsere Herrscherfamilie. Schlimme Dinge passieren dann. Das wollen wir nicht. Momentan haben wir ein plus 4. Okay, die Anzeige finde ich ein bisschen doof. Rot heißt quasi schlecht, grün heißt gut, obwohl bei beiden Plus steht. Also wir haben plus 4, einmal durch unsere Provinzen plus 5. Also für jede Provinz kriegen wir ein Verhängnis dazu im Jahr, glaube ich, ist das. Weil wir Tenochtitlan, unsere Hauptstadt, glaube ich, ist das, besitzen, verlieren wir aber quasi ein Verhängnis. Also sind wir bei plus 4 im Jahr. Schauen wir mal schnell, ist Tenochtitlan die Hauptstadt? Nee, Mexiko ist einfach die Hauptstadt. Doch, das ist aber wohl Tenochtitlan. Okay. Tenochtitlan. Hm, wie auch immer. Nee, ist es die Hauptstadt? Ja. Ja. Genau, wir haben einen Händler über. Ja. Sollten wir... Wir können reformieren. Das schaffen wir, glaube ich, wenn wir 5... Also reformieren nicht, nee, hier müssen wir draufklicken. Genau, wir brauchen nämlich Stabi haben, eine Stabi von 1, müssen im Frieden sein. Wir brauchen mindestens 5 Untertanen. Verderbnis muss geringer als 25 sein. Waren das nicht früher mal 50? Ich glaube schon. Und weniger von den Rebellen kontrollierte Provinzen als 1. Also wir werden sehr viel Krieg führen müssen. Also eigentlich werden wir die ganze Zeit Krieg führen müssen. Wir bauen nämlich Verhängnis ab. Steht das jetzt hier dort? Nein, natürlich nicht. Durch Kriege. Genau, wir haben einen untätigen Händler, mit dem können wir, glaube ich, auch nichts machen, soweit ich das weiß, oder? Können wir den da hinsetzen? Nein. Nein, wir können mit dem zweiten Händler nichts machen. Also weg. Wir können Entscheidungen treffen, ja, das machen wir alles gleich. Wir gucken uns erstmal kurz an, Ideen. Wir haben Kampfstärke Infanterie plus 10, Kostenideen minus 10. Was ja schon mal sehr schön ist. Ideen bringen uns jetzt am Anfang nicht so viel. Aber die Kampfstärke Infanterie am Anfang ist natürlich geil. Wenn wir alles durch haben, globale Rekruten, ist ja 25% immer gut am Schluss.
So, dann Kriegsmüdigkeit minus 0,03. Coole Geschichte. Dann haben wir Toleranz, wahrer Glaube und sowas. Naja, Religionsding. Dann haben wir Regeneration, Rekrutenreserve. Die hätte ich gerne eins früher. Ist auch eine geile Geschichte. Wow, meine Kamera ist vielleicht ein bisschen hell, hä? Oder meine Lampen sind ein bisschen hell heute. Moral, Armee plus 10%. Geil für später. Freiheitsbestreben, Untertan, Tribut, Machtpunkte. Naja, ob wir zu dem Zeitpunkt dann noch großartig mit Untertanen spielen, schauen wir mal. Produktionseffizienz heißt Geld. Spionagenetzwerk, Loyalitätsgleichgewicht bringt uns nicht ganz so viel. Okay, das ist schon mal cool. Wir haben einen göttlichen Herrscher. 435, der okay, nicht ganz so gut. Habe ich besser in Erinnerung, aber der ist schon Montezuma. Wer kennt ihn nicht? Hat Schaden, Nahkampf plus 10%, Nationalismus minus 5 Jahre. Gut, Nationalismus interessiert nicht. Schaden, Nahkampf plus 10% ist natürlich mega. 22 Jahre. Oh, laber. Und wir können ihn zum General machen mit 4552, was wir natürlich umgehend machen werden. Und setzen ihn auch gleich mal ein. So. Wenig Rivalen. Wir werden genau die rivalisieren, die uns auch rivalisiert haben. Das sind die Purepecha. Das große Land neben uns. Purepecha. Dann haben wir die Tlapanecken. Das Land direkt unter uns. Tlapanecken. Und wir haben die Matlasinka. Auch ein direkter Nachbar von uns. Das ist doch schon mal schön. Gut, was können wir noch machen? Halt, wir haben noch eins. Visionssuche. Kostenstabil plus 5. Prestige jährlich plus 0,5. Nee, das lassen wir dabei mal weg, weil Stabi brauchen wir ja, müssen wir uns ja kaufen. Wir können eine Regierungsinteraktion verwenden. Ja, das ist neu. Zumindest kann ich mich da nicht erinnern, dass es das damals schon gab. Wir haben hier Tonali. Tonali repräsentiert die Lebenskraft aller Menschen, die einst ihr Blut vergossen, um uns zu beschützen. Jetzt müssen wir ihnen diese Kraft zurückgeben, damit sie den Weltuntergang verhindern. Unser derzeitiger Schutzgott ist Huitzilopochtli oder so ähnlich. Blut kann durch Folgendes erhalten werden. In Kriegszeiten plus 0,3 und plus 0,1 für je 1000 Verluste in einer Schlacht. Also wir wipen am besten so viele Truppen vom Gegner, wie es geht. Als Belohnungen durch Mission der Ereignisse, pro erbauten Tempel, durch Ausbeuten von Entwicklung oder durch die Friedensoption Opfer fördern. Wir verlieren Blut durch Friedenszeiten entzündigen Herrscher und pro zerstörten Tempel. Außerdem machen wir es sowieso monatlich minus 0,05. Was bringt Tonali? Einmal. Bei maximal Tonali hätten wir Moralarmee 10%, Rekrutenreserve plus 15 oder nochmal plus 15. Akzeptierte Kultur, Primärkultur. Okay. Aber viel wichtiger ist, wir können auch hier unten Sachen machen. Aderlass praktizieren. Anstatt nur das Blut unserer Feinde zu opfern, müssen wir manchmal auch unser eigenes Blut opfern. Die rituelle Selbstopferung und der Aderlass erlauben es uns, dies zu tun. Wir würden dafür 3 Unruhe bekommen. Allerdings auch monatlich plus 0,1 Tonali und 15 Tonali sofort. Dann haben wir das religiöse Fest. Das kostet uns 40 Tonali. Dafür verlieren wir aber 10 Verhängnis. Ganz wichtig. Wir hätten bis 11. November Moralschaden auf gegnerische Armeen plus 10% erhalten, 50 militärische Macht und der Tekutin-Stand erhält 10 Loyalität. Belohnung kann sich ändern, wenn wir einen anderen Schutzgott haben. So, und dann haben wir noch einen Nahuatl-Hauptgottheit wählen. Kostet 15 Tonali, dafür dürfen uns eben, also das eigenes Gottheit der Nahua tritt ein, da können wir irgendwas wählen, keine Ahnung. Das könnten wir theoretisch machen, weil unsere Unruhe wird ja wahrscheinlich ziemlich entspannt sein. Wir haben 8, minus 8, okay, ich bin noch nicht so ganz wach, es ist bei mir früher Morgen tatsächlich, oder was heißt früher Morgen, es ist inzwischen 11 Uhr. Ich bin seit 8 wach, so rum muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung, ob es gut ist, wir fangen jetzt einfach mal direkt damit an. Bäm, wir geben uns das mal, Unruhe plus 3 erhöht, wir machen jetzt aber plus 0,05 Tonali. Jeden Monat, weil wir das gerade gemacht haben. Und jetzt könnten wir eine Hauptgottheit wählen. Wir gucken mal ganz kurz hin. Wir sind Nahuatlisch, Unruhe global minus 2, Moral plus 10, lokale Missionarstärke 2.
Haben aber jetzt hier irgendwie nichts mit Hauptgottheit, deswegen, und ich kenne das nicht, deswegen starten wir da jetzt einfach mal direkt rein und machen das. So, der Jaguar wird eine, der schwarze Jaguar wird eine Zwist auslösen, aus dem wir siegreich hervorgehen. Kosten Kernprovinzen minus 15, Auswirkungen aggressive Explosion minus 10. Ja, ist schon mal geil zum Beispiel, aber wir wollen ja nicht unbedingt, Gebiet erobern. Baukosten, Entwicklungskosten oder Unruhe, Missionarstärke. Hier haut mich jetzt alles nicht um. Machen wir dabei mal die Kosten Kernprovinzen. Hätten wir uns vielleicht erstmal sparen sollen, ich weiß es nicht. Aber wir machen ja jetzt trotzdem ein bisschen Tonali immer plus. So, jetzt hauen wir uns mal ganz kurz hier hinten die Stände rein. Da gibt es auch neue. Wir werden trotzdem erstmal die Standardsachen nehmen. Loyalität, Moralarmee, Moralarmee mit Heretik oder Heiden, okay, das machen wir nicht. Missionarstärke, Diplorep, Meinung brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht. Regierungsform, Wachstum, brauchen wir Regierungsform, Wachstum? Nein, können wir noch gar nicht haben. Was haben wir hier? Aktiviert die Standesentscheidung religiöse Delegation. Die hätte folgende Auswirkungen, wenn wir sie erlassen. Loyalität, nee, brauchen wir nicht. Hilfe des Klerus brauchen wir nicht. Missionare Unterhaltskosten brauchen wir hier eigentlich alles nicht. Okay, dann lassen wir es mal kurz hier genau so stehen. Dann gehen wir weiter zu den militärischen. Und hier haben wir schon drei Bund. Loyalitätsgleichgewicht, Einfluss geht nach oben, Absolutismus geht nach unten. Einnahme, Vasallen plus 30, Vasallenbonus, Einheitenlimit, Freiheitsbestreben untertan. Dafür verlieren wir Regierungslimit und Regierungslimit-Modifikator. Das ist gar nicht so schlecht am Anfang. Sehr gut. Hier würde ich dann gerne die militärische Macht nehmen. Wir schnappen uns deswegen auch gleich Land. So, Armeetradition, Kostengeneräle können wir erstmal nicht machen. Steuereinnahmen, Rekrutenreserve, militärische Berater, dafür Stabi. Wenn uns am Anfang so ein Berater 1,50 kostet, dann sparen wir uns 0,15 Dukaten. Lassen wir mal. Loyalität nehmen wir mit. Oh, meine Nase geht schon wieder zu. Jedes Mal, wenn ich aufnehme, geht meine Nase zu. Hä? Minister rekrutieren brauchen wir nicht. Moment mal schnell, ich muss leider. So, schon fertig mit Schneuzen, aber ich muss ich dann bald nochmal. So, Versammlung einberufen, Loyalität, Prestige brauchen wir nicht. Zusätzliche Truppen ausheben. Unterhalt Armee minus 5%. Dafür würden sie Einfluss bekommen, wo wir eh schon bei 59 bei euch stehen. Machen wir mal nicht. Okay, wir kosten Infanterie, Kampfstärke Infanterie. Wenn eine unserer Provinzen oder eines unserer Untertanen für die Modifikator ausgebeutete Obsidianquelle erhalten sie folgende Modifikation. Kampfstärke Infanterie, Einfluss. Okay, nehme ich auf jeden Fall mit. Nehme ich auf jeden Fall mit. Den Dreibund haben wir. Okay. Obsidianquelle. Mal keine Ahnung, was das ist. So, die Kaufleute. Regierung, diplomatisch, Flottentradition, Steuereinnahmen, Prestige, bla 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 bla. Ihr habt 5%. Okay. Wir nehmen hier mal kurz das. Produktionseffizienz brauchen wir alles wahrscheinlich eher nicht. Monopol Steuereinnahmen. Das ist halt das Problem. Wir machen überhaupt kein Geld. Produktion 0,5, Handel 1,4 tatsächlich. Besteuerung 2,29. Ich meine, wenn wir 10% nehmen, sind das 0,29, die wir draufhauen. Nehme ich mal mit. Ist in dem Fall ein bisschen Geld. Zinsen, Darlehen, Unterhalt, Staaten werden wir eventuell brauchen. So, jetzt will ich nur noch mal gucken. Obsidian hieß es. Haben wir hier irgendwas mit Obsidian noch mal? Ich habe nämlich gelesen, es gibt das Ding Obsidian-Waffen, aber wohl nicht hier. Nein. Okay. Schaut doch ganz gut soweit aus. Sind wir heute, hält sich das alles ein bisschen in Grenzen.
Gut, was haben wir noch zu tun? Wir schauen uns die Mission an. Stadt auf dem See. Wir brauchen 90% Trupplimit und eine größere Armee als 10, also gleich oder größer als 10. Dann erhalten wir einen Anspruch auf alles um uns rum. Haben wir denn schon Ansprüche eigentlich? Nein, haben wir nicht. Okay. Dann gucken wir mal, wir haben 7000 Mann. Wir können haben 11.000 und ans Trupplimit werden wir definitiv direkt gehen. So, Mission erledigt. Dann alle Provinzen im Bereich Mexiko, Chihuahua und so, auf jeden Fall alles um uns herum sind Untertanen. Was erhalten wir dann? Dauerhafte Ansprüche. Kultur von Tulakan, Malinaco und so wechselt auf Aztekisch. Grundproduktion, okay. Ja. Grenze zu den Maya. Die Maya sind hier unten. Okay, das ist späteres Dingsbums. Der Traum von Aztlan. Hier oben die Gebiete, also direkt nördlich von uns, müssen in unserer Hand sein. Dann Kulturwechsel zu Aztekisch und Grundproduktion. Außerdem Handelszentrum. Wir müssen uns mal dann ganz kurz, bevor wir jetzt weitermachen, hier die Kulturen kurz anschauen. Kultur ottomomisch, Aztekisch, also okay, die ganzen, und wir machen die einfach alles zu Azteken. Okay, verstehe. Näher an die Götter, wir brauchen eine religiöse Reform, das ist dann das hier unten eben, und mindestens 15 Tonali. Drei Bund. Mexiko, Texoco und Tlapanaco, das sind diese drei Sachen hier, Tlapanaco, Texoco, Mexiko. Wurde also zweimal oder einmal verbessert. Dann erhalten wir coole Sachen für 20 Jahre. Das werden wir relativ schnell machen. Erweitert Tenochtitlan. Im Besitz von Azteken wurde mindestens dreimal verbessert. Mexiko. Entwicklungskosten lokal. Golderschöpfungschance lokal. Ah, okay. Wir schauen mal ganz kurz. Mexiko hat Gold. Genau, Texoco hat Gold. Tlapaco hat auch Gold, genau. Und oh, wir haben viermal, von 5% haben wir viermal Gold. Das ist heftig. Straßen für die Pochteca. 10 Provinzen brauchen wir mit Untertanen. Wurde mindestens einmal verbessert. Dann Inlandsrouten verbessern und Unternehmen gründen. Handelspolitik. Aha, okay, okay. Kriegerkultur. Besitzt eine gleich große Armee als 15 und Armeeprofessionalität. Werden wir irgendwann schaffen. Jaguar und Adler, Armeetradition über 30 haben, erhält monatlich Münzen 13 militärische Macht, Herrscher hat 6, okay, müssen wir mal gucken. Werden wir irgendwie schon auch noch mehr Missionen, sag einmal, hey, was geht denn ab? Kampf gegen Krankheiten. Wir müssen Feudalismus fördern und wir hatten Provinzmodifikator Ausbrauch der Pocken und wurde zweimal verbessert. Oh, okay, wir wissen also, was auf uns zukommt, kriegen wir Stabi. Jenseits des Bekannten. Nation befindet sich derzeit im Krieg mit einer kolonialen Nation und so weiter und so fort. Bla bla bla. Oder unser Nachbar ist ein Kolonialland. Also ganz später. Ganz spät. Besiedelt Europa. Okay, 10 Provinzen in Europa. Das wäre Event oder nee, das wäre Achievement Sunset Invasion, glaube ich, heißt. Mindestens eine Provinz in China unter Japan entdeckt. Also auf Kolonialismus könnte man auch noch gehen. Und das fände ich vielleicht gar nicht so schlecht. Mal gucken. Okay, genau, wir haben Feudalismus noch nicht gefördert. Müssten wir also entwickeln. Und ich glaube, damit würde ich auch tatsächlich nebenbei gerne anfangen. Also wir brauchen auf jeden Fall Militär. Moment, wir brauchen, ich hätte gerne einen militärischen Berater. Eigentlich aber keinen solchen. Machen wir dabei Unterhalt Armee. Und einen Fokus werden wir auch auf Militär legen. Das ist wichtig. So, dann verbessern wir Mexiko zweimal. Nein, tun wir nicht. Ach scheiße, jetzt habe ich... Ah. Einmal schon verbessert, was ich nicht wollte. Wir werden Mexiko trotzdem zweimal verbessern. Und jeweils die anderen jetzt einmal werden wir dann anfangen. Boah, ist das teuer hier wegen den Bergen. Scheiße. Werden wir dann hier in die Produktion reingehen. So, wir starten ins Spiel. Wir warten jetzt erstmal auf unsere Truppen und dann gibt es direkt den ersten Krieg. Mixteken wollen Frieden mit uns. Das sind die hier. Die wollen Bündnis mit uns. Machen wir mal.
Mixtecken hier unten ist, glaube ich, ganz gut. Nur die um uns rum, die dürfen nicht mit uns im Frieden sein. Die nicht. So, wo sind unsere Truppen? Da kommen sie. Zack, 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 zack. Mixtecken, Staatsehe, machen wir mal. So, Mission abgeschlossen und die ersten Kriegsziele sind da. Moment, Moment. Ihr habt die Mission abgeschlossen. Ihr habt die Mission schon, blablabla, erhält jeden Armeetradition. Überschüsse haben jede militärische Macht umgewandelt. Bla, bla, bla. Vasallenbonus, Tribut, Machtpunkte. Montezumas Herrschaft hat gerade erst begonnen. Genau, Vasallenbonus, Tribut, Machtpunkte. Solange Montezuma am Leben ist, wird der Herrscher von Montezumas Aufstieg durch unseren Missionsbaum aufgewertet. Montezumas Aufstieg durch unseren Missionsbaum. Aber hier haben wir doch gar keinen Montezumas Aufstieg. Meinen die jetzt wahrscheinlich genau das da hier. Tribut für die Hauptstadt, Anzahl Untertanen 5, 2 religiöse Reformen, also ist was für später. Vernichtet die Tlaxaltecken. Ist Untertan. Ist ein Untergebener, genau, Produktionsgebäude, dauerhafter Anspruch, Anspruch. Okay, Freiheitsbestreben, Untertan, ja. Dann würde ich sagen, ja, schau, die haben keine Freunde, würde ich direkt sagen, Krieg, oder? Blumenkriege heißt das Ganze, Eroberung der Hauptstadt. Tributstaat einrichten, Zwangsvassalisierung. Mixtecken machen nicht mit, aber wir machen das mal schnell so. So, marschieren schon mal rüber. Erklären dir jetzt, bevor du ein Bündnis machst, schnell den Krieg. Und direkt rein hier in den Verräter. Und guckt mal, direkt mal wipe. Wir machen es jetzt aber anders. Oh, ich muss durch die fette Festung durch. Okay, dann machen wir das jetzt so. Ich werde jetzt nicht die anderen Gebiete besetzen. Ich hoffe ja ein bisschen, genau, dass einfach andere Soldaten kommen. Die wir direkt vernichten können. Einfach nur, weil es Verluste sind. Okay, jetzt gehen wir mal kurz da oben rein. Ihr wisst, Verluste senkt hier unser Verhängnis. Deswegen alle Truppen, die nachbauen, sind quasi gut, weil wir die wieder wegmachen können. Aber da haben sie schon wieder 3000 Mann. Großer aztekischer Dichter. Minus 5 Verhängnis, wir verlieren dafür 10 Legitimität oder wir bekommen Legitimität. Ja, wir haben noch gar kein Verhängnis, deswegen nehmen wir, haben aber halt auch Legitimität, ist halt auch scheißegal, gell? Dann machen wir das einfach. Alle unsere, was hier, die große Pyramide von Tenochtitlan. Alle unsere Untertanen müssen sich an der Pyramide beteiligen. Was passiert da? Jede im Besitz befindliche Provinz, mit Ausnahme von Mexiko, erhält einen der zwei folgenden Effekte. 80% Chance auf Beitrag zum großen Tempel, Autonomie monatlich minus 0,02 oder Aufständische. Oder minus 75 Admin oder Diplomat, dafür ändert sich das Moment um 1. Will ich. Machen wir mal so. Wo ist die Pyramide hier? Tenochtitlan. Oh, wir haben ja die schon auf 3 sogar. Warte, war das die richtige? Und 2 auf 3 ist die anscheinend hoch. Baukosten minus 15%. Entwicklungskosten lokal minus 20%. Produzierte Güter plus 50%. Entwicklungskosten lokal bei im Besitz befindlichen Prozent minus 5%. Verhängnisreduktion jährlich plus 2. Wow. Das ist mal richtig krass und trotzdem ist es so teuer hier alles. Das ist ja schon heftig. Aber okay. Aber okay. So, Truppenstärke geht runter. Geld machen wir zum Glück. Also Verhängnis machen wir momentan. Ja, hier. Deswegen, Tenochtitlan ist das Gebäude quasi. Jetzt machen wir hier nur noch plus 3 im Jahr. Konfisziert ihre Waren. Was haben wir? Portekergewürze. Wir verlieren 10 Loyalität, erhalten dafür aber Dukaten, Handelseffizienz, Spionageabwehr. Oder wir erhalten Dukaten, Handel, Spionage, Loyalität und das Ereignis tritt ein. Die Purepeka mögen mich weniger. Erklärt den Kriegsgrund Handelskrieg gegen Aztekenreich. Oder Spionageabwehr dafür Loyalität. Das nehmen wir. Spionageabwehr ist mir ziemlich scheißegal, aber die Loyalität wollen wir haben. So, jetzt hätte ich gerne mal hier Festung. Die haben schon wieder 5000 Mann. Damit können sie mich nerven. Habe ich keinen Bock drauf.
Eine Stabi, Kostenstabi minus 10%. Das ist geil. Guter Start. Vorübergehend. Schauen wir mal, wie lange. Wir müssen überlegen, ob wir noch irgendwo uns Tonala zum Beispiel hier so ein Bündnis nehmen. Oder hier hinten Xalisco. Urepeka. Die wollen nicht. So, da haben wir die Belagerung. Dann machen wir doch die Soldaten hier wieder weg. Zack. Also sind natürlich auch Verluste für uns, ist ja klar. So. Mehr wollen wir jetzt aber nicht. Jetzt gehen wir hinterher. Sind natürlich auch Verluste für uns. Ist logisch. So, was brauchen wir? Wir brauchen Geld, wir brauchen Mannstärke und wir brauchen einen Untertan. Heißt wir... Oh, wir können ja Grenzspielchen machen. Wenn wir zum Beispiel... Ach, die Mixtecken sind jetzt unsere Verbündeten. Aber wir müssten eigentlich nach... Ja, müssen wir nicht, wenn wir Ansprüche haben. Denkfehler. So, Frieden verhandeln. Gebt mir... Wir plündern die Hauptstadt. Dann kannst du aber kein Vasall werden. Okay, du wirst Vasall. Wir fordern Opfer. Und du gibst mir dein ganzes Geld. Das ist ja krass. Ich wollte jetzt eigentlich auch noch die Hauptstadt plündern. Weil irgendwas haben wir vorhin gesehen mit Hauptstadt plündern. Jetzt weiß ich es aber nicht mehr. Gibt es auch Tonali vielleicht? Ausbeutung von Entwicklung. Ach, Ausbeutung von Entwicklung. Okay. Gut, dann machen wir das jetzt so. 100%. Zack. Erster Krieg abgeschlossen. So, Hellseher fördern können wir machen. Unruhig global, Kostenstabi. Das nehmen wir jetzt mal mit. Und dann vernichtet die Tlaxaltecken. Die Produktionsgebäude werden verbessert. Falls es keine Produktionsgebäude gibt, wird eine Werkstatt hinzugefügt. Falls ein Zahlhaus vorhanden ist, zwei Grundproduktionen haben wir nicht. Aber wir erhalten jede Menge Ansprüche. Das Ereignis Zwist beendet tritt ein. Gut. Gut, gut. Der Zwist mit den Tlaxaltecken ist beendet. Freiheitsbestimmung Untertan minus 10%. Verhängnisreduktion jährlich um 0,25%. Verteilt und herrschen. 10 Provinzen, derzeit 3. Blablabla, müssen also von mir oder meinen Untertanen. Provinz ist da, blablabla. Okay, wir müssen einfach da unten 10 Provinzen halten. So, wir haben jetzt hier überall Ansprüche. Leider auch auf die Mixtecken, aber das ist jetzt egal. Heißt, wir könnten eigentlich gleich... Wir gucken erstmal, hat irgendjemand kein Bündnis? Wir haben alle sogar mehrere Bündnisse. Das ist halt blöd. Das ist ein bisschen blöd. Aber wir werden trotzdem nicht lange rummachen. Verhängnis ist nach wie vor 0. Was brauchen wir nochmal? 5 Untertanen, genau. Du hast nur 1. Get die Tlaxaltecken. Das bist du hier unten. Heißt, wir könnten jetzt eigentlich... hier einfach sofort durchlaufen. Das sollte doch funktionieren, oder? Die Mixtecken würden für Land mit reingehen. Das wollen wir aber nicht. Das können wir uns auch nicht leisten. So, die wären jetzt stärker als wir. Aber wie gesagt, wir rennen einfach durch, wipen die einen, nehmen dich direkt raus. Fertig. So, weil die müssen jetzt da auch erstmal durchrennen. Wir rennen direkt in die Festung rein. Machen die hoffentlich einfach weg. Haben wir leider nicht. Marschieren hinterher. Und jetzt sind sie weg. Und schon sind wir die Überlegenen. Genau, Anschluss bitte erlauben. Das ist wichtig. Na, warte, Moment. Hier, und jetzt machen wir hier mal so... Das Übel an der Wurzel, wir verlieren Armee, oder nee, wir nehmen lieber Korruption. Armeetradition hätte ich schon gerne, muss ich gestehen. So, du gehst mal darüber, holst dir Montezuma mit Belagerung. So, wo ist jetzt Montezuma, ist die Frage. Du gehst darüber mit deinem Belagerungsding.
So, hier haben wir jetzt keinen Anführer. Wir marschieren deswegen auch nicht jetzt hier unten in die Schlacht rein. Wir nehmen jetzt erstmal Yoni-Clan raus aus dem Ganzen. Ich, oh, wir sind schon bei 30 Minuten. Dann, Leute, würde ich sagen, erste Folge beendet. Ich hoffe, ihr feiert das Ganze. Schauen wir mal, was uns das Spiel diesmal bringt. Das letzte Mal sind wir, glaube ich, gegen die Kolonialmächte irgendwann untergegangen. Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, es gab so rund 50 Folgen mit den Azteken. Ja, mal gucken. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.